Ach, Hammer und Meißel und los geht's. Nein, ich denke, der arme Kerl hat genug gelitten. Der kommt wohl öfter hierher. Eigentlich geht er nur nie. Er ist auch gut, er wohnt hier einfach auf dem Stuhl und an dem Tisch. Hallo? Er lächelt im Schlaf. Er scheint glücklich zu sein. Herzchen, der ist betrunken. Oh. Okay, kann ich hier noch was tun? Nee. Das sind Kaugummiautomaten. Da sind viele bunte Kugeln drin. Ich habe das Gefühl, dass sie mich anschauen. Okay, ich muss irgendwie da rankommen. Man muss eine Münze einwerfen. Ich muss irgendwie an die Dinger rankommen, weil Augen der Basilen und so, ne? Kiste mit Murmeln. Was da wohl drin ist? Komischer Saft. Nicht doch. Das riecht wie etwas, das jederzeit anfangen könnte zu brennen. Ich glaube, das ist immer Zweck der Sache. Wow, das ist die Bardame. Sie sieht wirklich hübsch aus. Es ist faszinierend, was die Zeit Frauen antun kann. Junge, sei froh, dass sie das nicht gehört hat. Nein, das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für sowas. Er sieht aus, als wäre er öfter hier. Nein, ich lasse ihn lieber in Ruhe weiter, was auch immer er da tut. Ich wollte doch Erdbeergarn. Wow, ein echter Windmönch. Was für eine Ehre. Was tut er denn da? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er trinkt Alkohol und betreibt Glücksspiel. Nein, niemals. Wie kommst du denn darauf? Na komm schon, komm schon. Oh Mist. Hallo. Wow, ihr seid doch Maleus, der Windmönch der Täler. Ah, was so... Basilen, seid ihr es? Nein, ich fürchte, ich bin nur ich, Robert. Ich freue mich so, euch einmal persönlich... Okay. Gibt es einen Grund, aus dem du störst? Ja? Was tut ihr denn da? Ich meditiere. Es sieht aus, als würde es Spaß machen. Spaß? Wenn es Spaß machen würde, hätte es doch nichts mit Religion zu tun. Aber was... Suche nach Erleuchtung. In dem Spielautomaten? Ja, nun ja, bis mich die Erleuchtung findet. Ist es sicher kein Vergehen, die Zeit ein wenig zu überbrücken. Stimmt. Macht Sinn. Irgendwie. Absolut. Aber was hat Glücksspiel mit Erleuchtung zu tun? Es gibt viele Arten der Meditation. Glaub mir einfach, das besänftigt die Basilen. Aber Conroy besänftigt sie. Mit Meditation und Disziplin werde ich die... Bist du noch da? Ja. Wo war ich gerade? Ah ja, ich werde diese heilige Kutte wieder mit Würde tra... Oh, Wurzelwachs. Ah, das war mein letztes Geld. Ach, eine Runde noch. Ich dachte, das war sein letztes Geld. Also, wie genau funktioniert das mit der Erleuchtung? Dein banaler kleiner Verstand könnte er sowieso nicht fassen. Jawoll! Highscore! Odilie, noch ein Bier! Okay, das heißt, er hat hier gerade Geld gewonnen. Ich muss ihn irgendwie vom Automaten weglocken. Aber warum glaubst du, dass es die Basilen besänftigt, wenn du an einem Spielautomaten sitzt und Bier trinkst? Die Basilen sind unergründlich. Und jetzt hau endlich ab und lass mich drin meditieren. Okay, Laura. Habt ihr ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Ach, du meinst Laura? Ja, die besucht mich hier ab und an in der Bar, bringt mir gelegentlich einen Wurzeltee mit. Nettes Mädchen. Merkt auch, wenn sie stört. Sie hat Conroy bestohlen. Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung, die du da aussprichst. Die arme Seele hat den rechten Pfad verlassen und... Wenn sie den Pfad verlassen hat, wo kann ich sie dann finden? Selten habe ich einen so unspirituellen Wurzelkopf wie dich kennengelernt. Uninspiri... was? Ach, vergiss es einfach. Sag mir doch einfach mal, wo ist denn die nette Laura? Also, weißt du, wo sie ist? Ich habe dir gerade gesagt, dass sie den Pfad verlassen hat. Wo sie hin ist, weiß ich nicht. Okay, Conroy. Weiß Conroy, was ihr hier macht? Ja, nicht direkt.
Es wäre auch ganz nett, wenn das so bleibt. Wenn du verstehst, was ich meine. Was soll so bleiben? Genau. Was denn? Das ist die richtige Einstellung. Welche Einstellung? Wir verstehen uns. Wobei denn? Sehr gut. Was ist sehr gut? Ich könnte Conroy fragen, ob er euch hilft. Nein, danke. Ich will seine Zeit nicht verschwenden. Conroy hat viel damit zu tun, die Basilen zu besänftigen. Ja, sie sind wirklich ziemlich schnell sauer. Hätte ich gewusst, wie jähzornig sie sind, hätte ich einen anderen Job gewählt. Das kannst du mir glauben. Habt ihr keine Angst, dass euch die Basilen hier versteinern? Und wenn sie es tun, so habe ich es wahrscheinlich verdient. Ich bin mir sicher, dass das mit den Basilen nicht allein eure Schuld war. Natürlich war es meine Schuld. Ich muss nur noch herausfinden, was ich getan habe. Mhm. Das ist wie so der Zaun. Ich habe den Zaun Gottes auf mich gezogen hier. Was Gut, hast du denn getan? Ich gehe jetzt. Ich weiß es nicht, aber irgendetwas werde ich getan gleich. Haben. Nur diese Sahne spielen noch. Der hat hier einen losen Faden. Kann ich den nicht nehmen? Oh. Der Mönch hat sich wirklich gehen lassen. Da hängt sogar ein Faden aus seiner Kutte. Conroy würde sich sowas nie erlauben. Komm, wir machen mal den losen Faden für ihn ab. Der Stuhl ist anscheinend eingerostet. Wie lange der Mönch da wohl schon drauf sitzt? Was wird das? Ach, nichts. Okay, Drehstuhl, ich muss den Drehstuhl... Dieser Drehstuhl hat schon bessere Zeiten gesehen. Kann ich den mit meinem Lavaströmer ölen? Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Okay, ich kann den nicht mit dem Lavaströmer ölen. Kann ich den Lavaströmer im Spielautomaten lernen? Das war doch jetzt geraten, oder? Ja, natürlich war das geraten. Was soll ich denn sonst machen? Nein, der wird gerade benutzt. Und außerdem kann ich meine Zeit nicht mit Spielen vergeuden. Ich muss das Mädchen mit der Taube finden. Okay. Irgendwas... Kann ich ihn mit Conroy belästigen? Das war doch jetzt geraten, oder? Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay, jetzt lass mich mal schauen. Ich hab den Drehstuhl. Ich muss den Stuhl irgendwie eingeölt kriegen. Hab ich da noch das giftige Zeug? Was habe ich denn da sonst noch? Ich hab den Lavaströmer. Kann ich sie noch fragen, ob ich noch was Das wird nicht kann? Klappen. Kann ich Ihnen den Lavaströmer geben? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Er wollte doch was zu trinken. Er wollte doch Bier. Verdammt. Was mache ich mit diesem Lavaströmer? Wir gehen erstmal wieder nach draußen. Hier, da ist die Kellerluke. Ha. Was kann ich damit machen? Kann ich die mit dem Kescher verstopfen? Das mache ich nicht. Kann ich den Lavaströmer da reinleeren? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Kann ich dem Kind den Lavaströmer... Es ist nur ein Versuch, ne? Das mache ich nicht. Verdammt. Gib dem Ball doch einfach das Dingens. Dann ist da vielleicht Ruhe, dann hat die Mutter vielleicht auch mal Ruhe. Okay, da komme ich wieder zur Gasse. Was ist denn mit dir? Da sind Arme. Meine Güte, sind das Arme, die da aus dem Fenster hängen? Ich hoffe, derjenige, dem sie gehören, hängt noch dran. Es scheint so zumindest. Hallo da oben, könnt ihr mich hören? Wer ist da? Freund? Feind? Fan? Freund, glaube ich. Ach, wie nett, mal wieder Besuch zu bekommen. Ja, warum bist du denn da drin? Warum seid ihr denn im Gefängnis? Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich war der berühmteste Schneider Asposiens. Doch meine Gewänder wurden den Windgöttern zu provokativ. Sie haben die Stadt angegriffen. Und da hat Conroy mich zu meiner eigenen Sicherheit eingesperrt. Gegen meinen Willen. Eigentlich ist die Geschichte doch nicht so lang. Ihr müsst der beste Schneider von Asposien sein.
Oh, ich bin auch nur eine kleine Masche im unendlichen Schal der Geschichte. Ja gut, was war denn mit den provokativen Gewändern? Waren sie zu kurz? Hat man etwa die Knöchel gesehen? Riskant. Euer Beruf ist also Schneider. Oh, junger Freund, es ist sehr viel mehr als das. Es ist eine Berufung. Die Nadeln wirken als mentale Verlängerung meiner Arme. Du musst eins werden mit dem Stoff. Das Material muss durch dich fließen. Also, du bist Schneider. Ja. Ach, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich das Stricken vermisse. Okay. Wenn ihr das Stricken so sehr vermisst, kann ich euch vielleicht helfen. Ja? Kannst du mich herausholen? Oh Gott, seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Eigentlich meinte ich eher, du könntest etwas für mich stricken? Ich meine, wenn du es doch so sehr vermisst und alles. Oh, ja, sicher. Das ist auch sehr, ja. Was soll ich denn für dich stricken? Ein Leibchen. Also, nur wenn du willst. Oh, holst du mich dann hier raus? Ich weiß, Conroy hat mich hier zu meiner eigenen Sicherheit untergebracht. Aber lieber bin ich versteinert, als noch einen Tag länger in dieser Zelle. Also, ich kann ja mal gucken, was ich tun kann. Toll, okay. Also, dann brauche ich ein Strickmuster, Nadel natürlich und was für ein Stoff soll's denn sein? Erdbeergarn wäre prima. Oh ja, damit kenne ich mich aus. Erdbeergarn hatte ich früher, als ich noch, naja, frei war. Aber ich kann euch wirklich nichts versprechen. Schon okay. Es ist das meiste an Hoffnung, das ich seit langer Zeit hatte. Das ist wirklich tragisch. Aber um nochmal kurz auf das Leibchen zurückzukommen... Fühl dich frei. Frag einfach, was du wissen willst. Okay, woher kriege ich dieses Garn? Das Leibchen soll aus Erdbeergarn sein. Oh, ich erinnere mich noch gut an diesen Stoff. Ich habe die modischen Kutten der drei Windmönche entworfen. Die wurden natürlich aus edelstem Erdbeergarn geschneidert. Der Stoff ist aber extrem selten und sehr teuer. Das Baby besteht drauf. Ich schätze, dann muss ich mir was einfallen lassen. Ich weiß ja, woher ich das Garn kriege. Ich muss nur noch herausfinden, wie. Wo bekomme ich nur das Erdbeergarn her? Es ist das heilige Material. Nur die Roben der Windmönche dürfen daraus bestehen. Braucht ihr unbedingt Nadeln zum Stricken? Ja, nenn mich altmodisch, aber ohne Nadeln kein Strickwerk. Wo sind denn eure Nadeln? Ach, keine Ahnung. Stricken ist eine Leidenschaft, verstehst du? Im Eifer des Geflechts sind mir schon so manche Dinge abhanden gekommen. Wo soll ich nur ein Strickmuster herbekommen? Lass dir was einfallen. Ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst in aller Ruhe das Muster und ich warte hier. Was anderes bleibt dir nicht übrig. Wo bekomme ich nur so ein Muster her? Es gab ein Strickmusterfachgeschäft in der Sturmallee, aber das hat dicht gemacht. Das hilft mir doch nicht weiter. Tja, lass dir was einfallen. Okay. Dann frage ich nochmal Schneider. Wie kommt es denn, dass ihr Schneider geworden seid? Ihr seht aus, als könntet ihr mit diesen Armen Ambosse werfen. Ach, du klingst schon wie meine lieben Eltern. Die wollten immer, dass ich Türsteher werde. Aber ich habe früh die Liebe zum Garn entdeckt. Dann habe ich heimlich unter der Decke gehäkelt. Von da aus war es kein weiter Weg mehr zu härterem Stoff. Mit 14 zum ersten Mal geklöppelt. Was soll ich sagen? Mein Vater hat mich später mit Häkelnadeln erwischt und mich vor die Tür gesetzt. Dann habe ich eben ein paar Jahre auf der Straße gestrickt, bevor ein reicher Wollmagnat mich aufgelesen hat. Das ist ja faszinierend. Ach, ich weine eher wie 1000 andere. Der Wollmagnat hat mein Talent entdeckt und mich den richtigen Leuten vorgestellt. Dann ging's steil bergauf. Wow, toll, wie weit du es geschafft hast. Ja, jetzt bin ich hier. Der Fall kommt oftmals sehr tief. Das ist die... Die Strickspirale ist erbarmungslos. Ihr habt als Schneider bestimmt schon viel, erlebt? Oh ja. Ich erinnere mich noch an große Modenschauen, traumhafte Gewänder, Kreuzmuster. Ich
habe Trends gesetzt. Ich war eine Ikone. Alles, was es hier gibt, sind Lumpen in verschiedenen Grauabstufungen. Grässlich. Naja, ich habe verschiedene Braunabstufungen. Braun, Grau. Ich bin am besten angezogen von allen hier, ne? Ach ja, wegen dem Leibchen. Ja, es wird bestimmt ganz toll aussehen. Ich habe leider noch nicht alles zusammen. Frag mich alles, was du willst. Okay, das war's dann. Wir sind hier fertig. Okay, ich geh dann mal. Alles klar, ich bleib hier. Ja. Ja, er wird dort sein. Nanu, wer bist du denn? Eins von Conroys Merkblättern. Versteinert, was nun? Conroy rät, bleiben Sie ruhig und warten Sie auf Hilfe. Macht Sinn. Conroy ist so ein kluger Herrscher. Wenn man versteinert ist, hat man ja auch sehr viel Zeit. Brauche ich nicht. Wenn ich wieder im Palast bin, kann ich ihn so um Rat fragen. Da ist ein Eingang zu irgendwas, da ist eine Wache. Wir sehen sie. Die herrschaftliche Brunnenwache. Die Elite Asposiens macht gerade Frühstückspause. Ja, die Elite, absolut. Hallo? Wache Nummer 822 meldet sich zum Dienst. Oh, ich bin's nur, Robert. Ich wollte euch nur etwas fragen. Ich hoffe, es ist wichtig. Ich habe hier nämlich zu frühstücken. Oh, jetzt kann ich aber viel fragen. Ich kann doch diesen komischen Kasten hier fragen. Okay, ich frage erstmal über alles. Was macht ihr hier? Ich halte Wache. Ach so? Was genau bewacht ihr denn? Was ich bewache? Was ist das denn für eine Frage? Ich bewache natürlich dieses Häuschen hier. Und die Gefangenen da unten natürlich. Und den Brunnen. Ich bin auch Brunnenwächter. Wovor bewacht ihr den Brunnen denn? Auftrag von Conroy höchstpersönlich. Ich muss den Brunnen bewachen. Ja, das habt ihr eben, wovor? Ich bewache den Brunnen. Reinfallen ist übrigens verboten. Ist da schon mal jemand reingefallen? Kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ja der Windbrunnen, der letzte, den es noch gibt. Und da sind ja die Foss drum versammelt, die ja nur leuchten, wenn es Wind gibt. Also sitzt du hier den ganzen Tag? Nein, manchmal stehe ich auch da drüben. Wie aufregend. Was tust du denn, wenn die Basilien aus dem Brunnen kommen? Dann nehme ich das offiziell zur Kenntnis. Und dann? Was dann? Okay, das heißt, die Basilien kommen ausschließlich aus diesem Brunnen hier heraus. Die tauchen nicht einfach so auf. Weiß Conroy, dass du... Conroy, wo? Ist er hier? Er ist nicht hier, oder? Nein, er ist nicht hier. Aber ich hätte da mal eine Frage. Ich bin offiziell nicht befugt, Fragen gestellt zu bekommen. Das heißt, ich darf dir nicht mal welche stellen? Aber wenn ich dich einfach frage und du reagierst, so wie eben, dann habe ich doch etwas gefragt, obwohl ich das nicht darf. Und das ist schon wieder eine Frage. Das ist vielleicht deine Meinung. Was denn jetzt? Darf ich dich nichts fragen oder habe ich dich etwas gefragt und du hast verbotenerweise geantwortet? Hat Conroy dir befohlen, dass... Conroy? Wo? Also er hat echt Schiss vor Conroy? Du bist also eine offizielle Wache Conroys? Jawohl. Ausgebildet, um die Bürger Asposiens zu schützen. Und wie? Ich werfe sie ins Gefängnis, damit die Basilien sie nicht kriegen. Klingt logisch. Sag doch mal, was hältst du denn von den lieben Basilien? Habt ihr keine Angst, dass ihr versteinert werdet? Wieso sollte ich versteinert werden? Naja, ihr steht hier direkt bei dem Brunnen und eigentlich müsstet ihr einer der Ersten sein, die es abkriegen. Ich bin erst seit gestern hier, aber danke für den Tipp. Ja, ist natürlich schon blöd, wenn man einen Brunnen bewachen soll, dass dem potenziell gefährliche Basilien steigen können. Was werdet ihr denn tun, wenn die Basilien euch angreifen? Ach, da mache ich mir keine Sorgen. Ich habe Conroys Ratschläge alle gelesen. Außerdem kenne ich einen guten Trick. Den hat mir mein Vorgänger hier verraten. Was denn für ein Trick? Wenn ein Basil kommt, mache ich einfach die Augen zu. Brillant. Aha, und wo ist dein Vorgänger jetzt?